Zum Thema Scheitern, in der Schweiz insbesondere, wenn du in der Schweiz scheiterst, steht es noch auf dem Grabstein, oder? In Amerika ist das glücklicherweise besser als in der Schweiz. Ich habe da wirklich eine persönliche Erfahrung gemacht. Vor 9 oder 10 Jahren bin ich wirklich gescheitert, habe alles verloren, noch viel mehr, als ich gehabt habe. Und habe dann für mich als Eigentherapie so die Sachen niedergeschrieben und ein paar Freunden, Unternehmer, gezeigt. Und die sagten, schreib mehr, das ist wertvoll. Und plötzlich kam ein Verlag. Und ich dachte, wenn der Verlag kommt und ich nicht betteln muss, dann schreibe ich das Buch. Aus dem Buch wurde es ins Englische ein Bestseller. Und wow. ich wäre nie Mega. Autor geworden, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, über meine eigenen Fehler auch zu schreiben. Und ich denke, so mit einer guten Fehlerkultur bei einem selber angefangen, hilft das nicht nur einem selber, sondern auch dem Umfeld und das macht einem nur stärker. Oder? Ja, es ist ehrlich und echt. Mhm. Es ist nicht irgendwer, der sich das was ausgedacht hat, sondern man merkt dann, dass das authentisch ist und denkt, wow, diese Sorgen habe ich ja auch, diese Gedanken mache ich mir auch, das ist mir auch schon passiert. Und so bist du natürlich dann wirklich ein Vorbild und kannst richtig gut helfen. Ich finde das toll, ich wusste das gar nicht. Ja. Dann möchte ich noch einen spannenden Punkt ins Spiel bringen, nämlich etwas, was ich lange Zeit falsch gemacht habe. Ich habe seit über 20 Jahren ein Unternehmen, verschiedene gehabt, gegründet. Und ich würde sagen, so die ersten 10 Jahre habe ich immer mit den günstigsten Anbietern gearbeitet, alles selber gemacht, typischer Selbstständiger, weil er selber und ständig arbeitet, obwohl ich ein paar Mitarbeiter schon hatte, aber ich war ein Selbstständiger und habe immer so gespart mit dem Geld, weil ich musste ja haushälterisch umgehen, bis ich dann einen Klick hatte im Kopf, wo ich gesagt habe, fertig Bruno, jetzt arbeitest du nur noch mit den Besten, nimmst das Geld und sparst, bis du das Geld hast und holst dir auch externe Hilfe. Ich habe einen Mentor für mich bezogen und das dann auch entdeckt. Und heute haben wir auch bei Appletree ein Mentoring-Programm, wo wir den Selbstständigen oder den Menschen, die eine Idee im Kopf haben und sich dann den Schubs geben, die begleiten wir über 10 Wochen. Und das kostet natürlich was. Wie stehst du dazu mit externer Hilfe, Coaching, Mentoring oder selber machen? Was ist so deine Lebenserfahrung? Also früher war ich da beratungsresistent, eben wie weil ich einfach immer dachte, nee, der kennt meine Situation nicht, die denken falsch und ich hätte viel, wobei, ich weiß nicht, weißt du, ich hatte ja damals 500.000 Schulden nach meiner Boxzeit und da waren viele Leute, die haben gesagt, du musst jetzt genauso machen, wie ich es dir sage, dann zahlst du am Schluss noch 10-15% und der Rest wird abgeschrieben. Okay. Und das wollte ich einfach nie. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich jemandem 10.000 schulde, dann soll der 10.000 bekommen. Irgendwann geht halt länger, aber ich zahle alles zurück. Hätte ich so gemacht, wie die mir gesagt hätten, wäre ich schon viel schneller wieder auf den Beinen gewesen, hätte vermutlich schon lange viel, viel mehr Geld und hätte das ja immer noch zurückzahlen können. Aber da war ich nicht schlau genug, da war ich zu stur und wirklich, es macht absolut Sinn. Ich habe dann irgendwann das Glück gehabt, dass ich sehr vermögende Freunde bekommen habe, die wirklich Geld gibt es für die gar nicht, beim über 100 Millionen aufwärts ist Geld eigentlich so ein relatives Thema. Und von denen durfte ich dann wirklich sehr viel annehmen, was Entspanntheit anbelangt, was Ratschläge befolgen anbelangt, weil die sind ja nicht umsonst so erfolgreich, wie sie sind. Genau. Und seit ich mich beraten lasse oder auf andere Leute höre, ist es dann schnell bergauf gegangen. Es ist so wie, ich sage dem, die Abkürzung, weil wenn du die Fehler nicht machen musst, die andere schon gemacht haben, kommst du schneller vorwärts. Oder? Ja klar, und bei uns ist das ja so, weißt du, das, was wir machen mit Swisscheap, ist ja auch Network Marketing, wenn einer will, da verdienst du am meisten Geld und das funktioniert ja nur top-down mit Weitergeben von Wissen. Das ist vielleicht die einzige Branche, wo der Chef nicht Angst hat, dass du an seinem Stuhl sägst und erfolgreicher wirst wie er, weil wenn der erfolgreicher ist wie ich, meine Partnerin Bettina zum Beispiel ist erfolgreicher wie ich in vielen Dingen und da verdiene ich aber meine 10%. Genau. Ich hätte gerne nochmal 10 Bettinas, ja. Das wäre das Beste, oder? Und so ist das eine ganz umgekehrte Betrachtung des normalen Berufsbildes. Und ich bin 100% bei dir, dass man sich helfen lässt.